So, herzlich willkommen zu unserem Zimmerrundgang im Schlosshotel Mondsee in Österreich. Und wir starten unseren Rundgang in Zimmer 100, der Suite Almeida. Die Suite Almeida ist benannt nach der Familie, der das Schloss, in dem das Hotel jetzt angesiedelt ist, ehemals gehört hat. Und entsprechend ist das hier auch so ein bisschen schlossherrschaftlich ausgestattet. Man kommt hier rein in einen großen Eingangsbereich. Auf der linken Seite sieht man die Garderobe mit einem Schuhlöffel. Dann hier in der Mitte dieser Vorraum mit dem Teppich. Ein Ablagebereich mit einem Spiegel, der im Übrigen gleichzeitig auch als Schrank dient. Also kann man aufmachen. Ich habe hier mein Zeug davor, deswegen mache ich es jetzt nicht ganz auf. Schrankflächen gibt es hier sowieso ohne Ende, dadurch, dass es ein so großes Zimmer ist. Hier sieht man schon entsprechend eine große Schrankwand und wir werden gleich auch noch mehr sehen. Nach vorne geht es in den Schlaf- und Wohnbereich. Hier zur linken Seite geht es in den Badbereich. Hier hat man also das Badezimmer mit einer Duschbadewanne-Kombi und hier dem großen Waschtisch mit dem Spiegel. Wir sind heute wie üblich wieder am Checkout-Tag, deswegen liegt hier alles so ein bisschen verknittert rum. Auch hier hat man entsprechende Aufbewahrungsmöglichkeiten, den obligatorischen Haartrockner, auch einen klassischen Heizkörper zum Einstellen, damit man im Badebereich individuell die Temperatur regulieren kann. Es gibt hier auch einen Schalter für die Lüftung, wenn man geduscht hat oder gebadet hat, dass man die feuchte Luft etwas rausbekommt. Hier seitlich dann das WC. Auch das ist gekoppelt mit einer Lüftung. Und überall hier im Raum wieder die klassischen Heizkörper, die man entsprechend einstellen kann. Hier auf der linken Seite nochmal ein größerer Spiegel. Und man sieht schon gespiegelt auf der anderen Seite, es gibt in dieser Suite sogar eine Küchenzeile. Entsprechend auch mit einem richtigen Kochfeldherd, einem Wasserkocher, einer Geschirrspülmaschine, dem Kühlschrank, der gleichzeitig auch als Minibar dient, wie man hier sehen kann. Und wieder jede Menge Schränke. Hier gibt es noch eine Durchreiche in den Essbereich, in den wir jetzt gehen. Und man sieht schon auch hier diese Ausstattung mit den etwas antik anmutenden Möbeln. Hier ist also jetzt der große Essbereich, eine kleine Kommode. Der Fernseher. Hier eine Sitzmöglichkeit. Und etwas stilbruchmäßig hier vorne ein sehr modernes Tablet, das aber während unseres Aufenthalts leider nicht funktioniert hat. Von daher kann ich leider nicht sagen, welche Funktionen sich darin verstecken. Hier dann mit einem Vorhang abtrennbar, wie man sieht, der Schlafbereich, auch für uns wieder mit dem klassischen Babybett. Und auch hier wieder jede Menge Schrankflächen, Aufbewahrungsmöglichkeiten. Naja, wenn man in einer Suite ist, hat man meistens ja auch eher mehr Gepäck dabei, weil man sich vielleicht länger hier aufhält. Wir haben jetzt tatsächlich gar nichts in die Schränke geräumt. Wir haben komplett aus dem Koffer gelebt. Wir waren jetzt insgesamt für 4 Nächte hier. Also auch das ist möglich. Und wenn wir jetzt hier mal zum Fenster gehen, ist ein Doppelfenster. Das heißt, wir haben hier vorne entsprechend einen Bereich zum Öffnen und dann hinten nochmal ein Fenster, das man dann aufmachen kann, entsprechend mit 2 Sicherungen. Und man schaut dann hier hinaus auf den Parkplatz der Anlage. Auf der rechten Seite befindet sich dann noch die Musikschule des Ortes hier. Das heißt, wenn man das Fenster offen hat, hört man dann auch ab und zu schöne Gitarren- oder Flötenklänge. Und hier hat man also nochmal einen schönen Überblick über das gesamte Zimmer. Was uns tatsächlich positiv aufgefallen ist, logischerweise bei der entsprechenden Zimmergröße auch sehr viele Steckdosen, die vorhanden sind, an den unterschiedlichsten Orten verteilt. Das heißt, man kann hier auch jede Menge elektrische Geräte laden. Und insgesamt, also von der Fläche her, eine riesige Suite. Wenn man diesen Ausstattungsstil mag, dann kann man das gerne entsprechend so auch buchen. Uns hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat der Rundgang auch gefallen. Ihr habt jetzt einen Einblick in die Suite Almeida des Schlosshotels Mondsee im schönen Örtchen Mondsee in Österreich im Salzkammergut.
rund um Salzburg, 20 Minuten Fahrzeit nach Salzburg. Also auch für einen Aufenthalt in der großen Stadt kann man sich dieses Hotel hier aussuchen. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, folgt uns gerne auch auf Instagram. Hui und weg. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Zimmerrundgang. Bis dahin euch allen eine tolle Zeit und schöne Urlaube. Euer Erik von Hui und weg.